Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander, ich hoffe es geht euch gut. Heute ein paar Kurznachrichten, die ich jeweils mit einen oder zwei Sätzen kommentieren werde. Der erste Bericht, den haben wir gleich hier und hier steht zu lesen. Die USA bringen der Welt weiterhin Frieden. Und das sagt Michael McCaul. Und McCaul ist der Vorsitzende des Ausschusses für das Auswärtige oder für Auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses. Und er sagte, im Gegensatz zur Ukraine wird Taiwan, ich wiederhole, im Gegensatz zur Ukraine wird Taiwan neue Waffensysteme erhalten. Keine alten, vor allem keine alten russischen Waffen. Auweia. Da muss ich auf zwei Dinge eingehen. Er sagte ganz deutlich, ganz klar und deutlich, wir haben der Ukraine alte Waffen geliefert. Altes Zeugs von gestern, irgendwo eingemottet, wieder rausgeholt, sauber gemacht, geputzt und rübergeschickt in die Ukraine. Ja, das ist ein Armutszeugnis für die USA. Und das Zweite, was er damit sagte, ist folgendes. Wir unterstützen Separatisten. Denn wir müssen wissen, dass Taiwan kein eigenes Land ist, kein eigenständiges Land ist. Es ist immer noch Teil von Chinas. Und kein westliches Land hat Taiwan anerkannt. Taiwan, das ist ein Separatistenstaat. Was wäre denn, wenn China jetzt hergehen würde und sagen, okay, die Texaner sind in unseren Augen auch Separatisten, was sie ja mehr oder weniger auch sind, und wir liefern den Texanern Waffen. Right? Gut, nächstes Thema. Polnische und baltische Parlamentarier drohten, Truppen in die Ukraine zu schicken, sollte sich die Lage für die ukrainischen Streitkräfte radikal verschlechtern. Na dann mal los. Zunächst mal zu den baltischen Staaten, die haben glaube ich nur eine Handvoll Soldaten. Die werden innerhalb von wenigen Tagen weggeputzt. Und zu den Polen nur so viel. Die haben vielleicht sehr, sehr viele Soldaten und sehr, sehr gutes Material, was den Krieg angeht, also Kriegsgerät. Aber man muss wissen, dass Kriege in allererster Front von Soldaten geführt werden. Das ist Fakt. Mit dem Material, mit Gerät, mit Panzern, Drohnen und mit Marine, Luftwaffe und Heer kann man die Russen nicht in die Knie zwingen. Das zeigen sie jeden Tag. Also, es ist der Soldat, der ausschlaggebend ist, ob ein Krieg oder ob ein Krieg nicht gewonnen wird. Und im Augenblick ist es so, dass die polnischen Soldaten null Erfahrung haben, wenn sie als Ground Forces eingesetzt werden. Das heißt, die Russen führen seit langen, langen Monaten einen Krieg von hoher Intensität an einer Front von 1200 Kilometern. Die Polen haben darin null Erfahrung. Deswegen würde ich den Polen davon abraten, sich im Ukraine-Krieg wie auch immer zu involvieren. Und was die baltischen Staaten angeht, sie sind eigentlich nur, Statisten. Nächstes Thema. Jetzt kommen wir mal zur absoluten Top-Eilmeldung des Tages. Das israelische Staatsmedium Khan News bestätigt, dass es am Grenzübergang Rafah zu einem bewaffneten Zusammenstoß zwischen IDF-Soldaten und ägyptischen Armeekräften gekommen sei. Mindestens ein ägyptischer Soldat wurde demnach getötet. Zunächst mal meine Überlegung als Soldat, als Ex-Soldat. 17 Jahre Armee, ja? Es finden hier vielleicht bald Kämpfe statt, von Soldat zu Soldat, was okay ist. Ich habe nichts dagegen, wenn Soldat gegen Soldat kämpft. Ich habe etwas dagegen, wenn Soldaten gegen Frauen und Kinder kämpfen. Was aktuell geschieht in Rafah, das wissen wir alle und das entbehrt jeglicher Beschreibung. Ja? Und wenn es jetzt noch zu Zusammenstößen kommt zwischen Ägypten und der IDF, wo da die ganze was kostet die Welt, das kann ein heiterer Tanz werden. Und ich denke, wir steuern da auf etwas zu, was wir alle nicht wollen. Ja, hier haben wir gleich die nächste Meldung, Quelle Osten News Faktencheck. Nein, die Quelle ist Bild. Osten News Faktencheck hat es aufgegriffen. Und die Bild schreibt, Hilfe gegen Putins Streitmacht. NATO-Armeen bereiten Ukraine-Einsatz vor. NATO-Soldaten sollen Kriegsgerät bis in die Ukraine transportieren und im Land ausbilden. Von NATO-Gebiet aus soll Luftabwehr die Ukraine schützen. Ich denke, dass die Russen sich das nicht gefallen lassen werden. Sobald NATO-Soldaten in der Ukraine gesichtet werden, werden diese zerstört oder neutralisiert. Das ist ganz klar, das haben die Russen immer gesagt und das werden sie tun. Weiterhin sollten NATO-Länder ihre Luftabwehr von außerhalb der Ukraine ins Spiel bringen.
dann werden RS-28 Sarmat oder Satan-Raketen die Entscheidungsträger dieser Aktion honorieren. Davon gehe ich aus, davon bin ich überzeugt. Es ist ein Spiel mit dem Feuer und ich rate, lasst die Finger davon. That's the point. Hier spricht ein Soldat. Nächstes Thema. Voilà, und hier ist die nächste Nachricht. Bundeskanzler Scholz räumt ein, dass die Ukraine in den nächsten 30 Jahren möglicherweise kein NATO-Mitglied werden wird. Scholz sagte außerdem, er lehne es ab, der Ukraine die Möglichkeit zu geben, Angriffe mit westlichen Waffen auf russisches Territorium zu starten. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass die Ukraine niemals Mitglied der NATO werden sollte. Zunächst mal kreiert das ein Problem. Das wollen wir nicht. Wir brauchen keinen dritten Weltkrieg, wir brauchen einen dritten Weltfrieden. Das nächste ist, dass die Ukraine als NATO-Mitglied der NATO, der Organisation, auch was bringen sollte. Aber die Ukraine wird von außen finanziert. Sie ist pleite, der Staat ist pleite. Die Ukraine hat auch keine Soldaten mehr. Und ich wüsste nicht, was die Ukraine der NATO bieten könnte. So als Anreiz, nehmt uns doch auf in die NATO. Eine neutrale Ukraine wäre für alle Seiten nur von Vorteil. Dass Kanzler Scholz es ablehnt, den Ukrainern Waffen zu geben, mit denen es direkt russisches Kernland angreifen kann, das halte ich für vernünftig. Nächstes Thema. Ich lese vor. Kiew könnte sich möglicherweise darauf einigen, Gebietsverluste zu akzeptieren, um den Konflikt mit Russland zu beenden. Und das sagte Oberst Bakulin, Kommandeur der 57. Brigade der AFU. Was Bakulin da sagt, das halte ich persönlich für sehr vernünftig. Die Ukraine darf nicht sterben. Die Ukraine, obwohl ich nie da war, ist sicherlich ein wunderbares Land, zumindest vor dem Krieg gewesen. Und das Morden muss aufhören. Das Morden hört aber erst auf, wenn Friede herrscht. Das heißt, unser Bestreben sollte es sein, Frieden einkehren zu lassen. Und dann ran am Verhandlungstisch, reden, 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 anstatt schießen, schießen, schießen. That's the point. Ja, und die nächste Nachricht, liebe Freunde, stammt von mir persönlich. Wie ihr besser wisst als ich. Wie ihr besser wisst als ich. Eine herrliche Phrase. Hat Thomas Gast ein Rumble-Account created. Ja? Ich bin also jetzt auch auf Rumble vertreten. Mein Username bei Rumble ist Gast1985. Und gerade heute habe ich einen Clip eingestellt auf Rumble, der euch sicher alle interessieren wird. Es geht um die Vorfälle auf Sylt. Schande Deutschlands, Nazi-Parolen und so weiter und so fort. Und was Thomas Gast, also was meine Person dazu denkt. Sehr interessantes Video. Schaut mal rein bei Rumble Gast1985. Danke dafür. Ich wünsche euch Gesundheit, Leute. Ich wünsche euch all das, was ihr euch auch wünscht. Ich wünsche uns allen ein atomwaffenfreies Wochenende, obwohl das kommt erst. Nein, ich wünsche uns ja, Sicherheit, Schutz und Frieden. Mein Name ist Thomas Gast. Mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Ich melde mich ab, bin da mal weg. Euer Thomas Gast. Danke fürs Zuhören. Bye, bye. Bis demnächst. Tschüss.